Schlammhütte, was? Man kann Yodas Hütte kaufen oder was? Guck mal. Das ist Yodas Hütte. Ich werd ja wahnsinnig. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Im regulären Spielstand habe ich jetzt mal offscreen die Mission gestartet. Die einzige, die hier noch übrig war, diese Fregatten-Expedition. Und jetzt haben wir tatsächlich keine mehr übrig an diesem Tag, obwohl meine Fregatten sich hier schon langweilen. Ihr könnt da mal sehen, wie krass meine Flotte jetzt ist und wie krass ich da immer hinterher bin mit den Flottenmission. Wir haben jetzt da auch mega viel Geld insgesamt gekriegt. Ihr könnt euch das alles natürlich auch gerne noch mal angucken. Wenn ihr rechts oben in der Ecke am Anfang des Videos die Playlist anguckt, das ist so aufregend, da muss ich direkt aufstoßen, so aufregend ist das, ja. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, was ihr von dem Projekt haltet, und ihr könnt gerne natürlich auch den Daumen nach oben da lassen, ganz wichtig. So, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute machen, nicht hin und her laufen auf der Fregatte, sondern wir wollen machen eine spezielle Mission. Und zwar wollen wir sie machen in der Anomalie, genau. Und das ist nämlich die Wochenendmission. Und die gibt uns nämlich dann die Menge an Quecksilber, die wir brauchen, um uns das lebende Schiff zu organisieren. Zumindest habt ihr mir das gesagt. Da müsst ihr jetzt nochmal in Live-Chat schreiben, was ich dann eigentlich nochmal genau tun muss, um das lebende Schiff dann zu bekommen. Wenn wir dann dieses Quecksilber haben. Das ist jetzt noch so ein bisschen ein Mysterium für mich, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben. So, wo haben wir die Anomalie? Ich ruf die einfach. Alter, was ist hier schon wieder, ey? Ja, springt halt genau durch mich durch, genau. Hier, warte, ich muss mal gucken. Hier, hier ist Anomalie. Immer Anomalie rufen, genau. Die Quacksalber-Mission, genau. Ich brauche das leere Ei. Okay, ein leeres Ei. Wie kriege ich denn ein leeres Ei? Das ist jetzt schon das erste Problem. Das leere Ei, da müssen wir dann mal gucken. Genau, wir haben auch auf diesem seltsamen Planeten, der hier in diesem System ist, unkontrollierbaren Schimmel besorgt. Haben ganz viele Naniten jetzt bekommen. Jetzt habe ich richtig viele Naniten. Jetzt habe ich 16.000 Naniten, 16 Millionen Units. Also ich bin schon wieder reich. Ich habe Units, ich habe Naniten, ich habe alles. Das Einzige, was wie gesagt noch fehlt, ist Quecksilber. Und da arbeiten wir jetzt dran. Da bin ich mal gespannt. Da nehmen wir mal den Nexus in Anspruch. Das, wo ist denn die Wochenendmission? Ich sehe die gar nicht. Ich sehe hier nur Aushungerungstaktiken. Planetares Depot überfallen. Wo sind die Wochenendmissionen? Fabriküberschreibungseinheit? Geborgene? Moment mal ganz kurz. Fregattenmodul gibt's hier. Ich glaube, ich mache mal das. Wir machen mal das noch vorher. Wahrscheinlich ist es gerade irgendwie nicht aufgelistet. Beim Quecksilberhändler muss ich das machen. Okay. Wir machen mal schnell die Mission noch. Irgendwie will er mir hier die Wochenendmission nicht anzeigen. Ja, irgendwie bei mir gerade. Ich weiß, dass ich sie heute Nacht kurz gesehen hatte, wo ich die Fregattenmission noch gestartet hatte und noch was, noch so eine kleine Nebenmission. Da musste ich eine Station auf einem Planeten bauen. Da habe ich das gemacht. Ort des Befalls. Oh, das ist auf dem Planeten, okay. Habe ich nicht das gemacht, sondern da habe ich es gesehen, so rum. Da habe ich die Mission gesehen, mit Countdown halt auch, ne? Ich habe mir aber blöderweise nicht gemerkt, welcher Countdown das war, also. Warte mal, kann das sein, dass das Gebäude da ist? Ich glaube, das ist sogar das Gebäude hier. Finde den Befall. Lande nahe des ungefähren Ortes. Nein, ich lande jetzt hier. Ort des Befalls ist in der Nähe. Ja, wer hätte das gedacht? Auf dem kargen Planeten kann man den Ort des Befalls direkt auch so von hier sehen. So, jage und erledige Monstrositäten. Na, da bin ich mal gespannt. Suche bei verlassenen Gebäuden nach Orten des Befalls. Achtung, wenn flüsternde Eier gestört werden, erscheint die Brut. Die Brut, die tut nicht gut. Erstmal hier wechseln auf den Blitzwerfer, genau. Ich muss, glaube ich, auch mal wieder neue Munition herstellen, fällt mir mal gerade so auf. Nein, mit E. Bauen nicht möglich. Was? Was fehlt mir da jetzt? Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ferritstaub. Moment, da müssen wir mal ganz kurz mal
noch schnell, bevor wir jetzt da anfangen. Ohne jetzt die Möglichkeit zu haben, Munition zu machen, wäre das jetzt ein bisschen selbstmörderisch. Ja, mit 2000 Munition fühle ich mich schon deutlich wohler als nur mit 1000. Würde ich mal sagen. Weil ihr wisst ja, wie ich schieße und so, ne? Jeder, der mal gesehen hat, wie ich schieße, der weiß genau, warum ich lieber mit 2000 Munition an die Sache rangehe und nicht mit 1000. So, warte, da sind die Eier, oder? So, wir müssen die Monstrositäten jagen. Nur 9 Stück muss ich jagen? Ist ja voll wenig eigentlich. Ihr Monstrositäten, ihr. Kommt zu Papi, ihr Monstrositäten. Zum Glück seid ihr nur Nahkämpfer, ihr hässlichen Monstrositäten. Stirb, und da ist noch einer. Und da haben wir es schon. Was führe eine Analyse auf Zielobjekt durch? Weiterer Befall entdeckt, wie? Ich soll das verlassene Gebäudeterminal untersuchen. Okay, alles klar. Es war ja nur ein Ei, was ich da zerstören musste. Lächerlich. Hier, genau, da müssen wir hin. Das schmutzige Terminal flackert auf. Zweiter Ort des Befalls entdeckt. Koordinaten herunterladen. Ach so, ich muss jetzt zum nächsten Ort, oder was? Zweiter Bärfall. Warte, wo ist der Bärfall? Ah, da hinten. Wie weit? 35 Minuten, dann fliegen wir hin. Schalt die Drohne ab. Ja, ich glaube, ich muss die mal abschalten. Die nervt mich irgendwie ein bisschen. Einige meinten, die finden sie cool. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, mich nervt sie irgendwie mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Dann lasse ich lieber mein komisches Tier um mich rumlaufen noch, anstatt dass diese Drohne ständig um mich rumfliegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. 30 Sekunden. Ich fliege mal ein bisschen höher, dann sind wir schneller. Wenn man höher fliegt, ist man immer umso schneller dann am Ziel. Genau, da sind wir schon. Oh, wo ist das denn? Voll auf dem Berg oben drauf. Landen! Zum Anfang dachte ich, die ist auch cool, aber mittlerweile wieder aus. Komm, ich mach die jetzt mal aus. Genug hier. Weil die können, die müssen wir dann, glaube ich, eh wieder anmachen irgendwann. Oh, warte mal, hier gibt es ja Technologie im Boden. Das hole ich mal schnell noch raus. Weil da brauchen wir auch mal wieder welche. Ich kann sonst nichts freischalten in der Anomalie. Wer weiß, vielleicht müssen wir ja irgendwann mal wieder Gebäude und so freischalten, nicht wahr? Also Base-Teile. So, gib mir mal den Blitzwerfer, genau. 17 muss ich hier töten, okay. Das ist natürlich allerdings schon ganz schön krass. Wie sie da stehen und warten. Guck mal, ist voll niedlich. Ist schon lustig irgendwie, dass die nicht sich wehren können vom Weiten. Macht sie platt! Wenn man es clever macht, kann man sie abschießen, bevor sie rauskommen aus dem Boden. So wie den da gerade. So, da haben wir sie. Untersuche das Gebäudeterminal. Das waren schon 17? Da ist noch irgendwo einer. Warte mal. Okay, sind weg, oder? Ich glaube schon. Boah, hier geht's ja voll tief rein, guck mal. Weil ich muss auch ein bisschen besser diese Dinger hier mal analysieren. Hier gibt's nämlich noch voll krasse Sachen. Da hat einer draufgekackt. Aufs Terminal. Naniten, genau. Da gibt's noch Naniten und sowas. Und hier Behälter. Nichts gefunden. Ganz tolle Sachen gibt's da, ja. Ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Lebenserhaltungsgel. Das ist doch auch was Schönes. Das schmutzige Terminal flackert auf. Ort des Befalls. Noch ein Ort des Befalls. Mann, jetzt machen. Lassen Sie mich aber hier rumtingeltangeln ohne Ende, wa? Dritter Bärfall. Ich schlag gleich Beifall hier, wenn es weitergeht hier. Eier aufschießen und den Larvenkern rausnehmen. Dann aufs Dach und in Sicherheit bringen. Stimmt, der Larvenkern. Ach, egal.
Larvenkerne, Schmarfenkerne. Braucht keiner. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen was aufladen, merke ich gerade. Meine Raumschiffstartdüse vielleicht auch mal. Und den Impulsantrieb vielleicht auch mal. Könnte sinnvoll sein. So, dann bringen wir mal zum nächsten Ding. Wenn ich hierfür Fregattenmodule kriege, dann lohnt sich der Aufwand. Definitiv. Waren es nicht 53 Monstrositäten insgesamt? Das kann sein, ja. Stimmt, da war was. Findet den Bärfall. Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier schon unten rumgelaufen wäre und das alles schon weggemacht hätte? Ohne, dass ich diese Mission hätte. Hätte er mir dann eine andere Mission gegeben? Ich glaube, früher war das auch in No Man's Sky ein Problem, dass du teilweise, wenn du Pech hattest, Missionen schon vorher erledigt hast, die du dann aber trotzdem noch gekriegt hattest. Und dann war das irgendwie ein bisschen, ja, ungut halt. Ja, ihr meint diesen komischen gelben Ball, der da rauskommt, oder was? 27 Monstrositäten. Ach, hier ist wieder diese blöde Kollisionsabfrage am Start. Wo man wieder nicht dahinter schießen kann. Ja, durchschießt er. Sehr gut. Guck mal, man muss einfach nur da schön stehen und sie einfach nur abknallen, wenn sie rauskommen. Das Massenabfertigung nennt sich das auch. Wunderbar. Danke für Ihre Kooperation. Noch einer? Ja, da sind noch welche. Schwarm löst sich auf. Wirst du wohl nicht abhauen hier? Genau. 24 von 27 haben wir. Nicht schlecht. Also, wie war das? Ich soll das Ei kaputt machen? Das Ding nehmen? Und dann schnell hoch. Und dann die letzten... Oh, was? Hat der gerade geschossen? Du hast diese grüne Scheiße doch nicht etwa auf mich geschossen. Monstrositäten ausgeschaltet. Nice. Sauber. Mission abgeschlossen. Oh, da ist ja noch Technologie. Warte, die nehmen wir mit. Thyrö-Manipulator. Nice. Guck mal. So, jetzt speichern wir hier mal noch. Da kriege ich ja auch nochmal Navigationsdaten, glaube ich. Kehre zur Weltraumanomalie zurück. Nice, guck mal, haben wir wieder eine Mission abgeschlossen. Da kriegen wir diesmal ein Fregattenmodul. Darum geht es mir eigentlich vor allem auch, um die Fregattenmodule. Ich will endlich mehr davon haben, dass ich endlich mal mehr Technologie freischalten kann für meinen Frachter. Fregattenmodul-Missionen haben für mich immer Vorrang, ja. Also immer dran denken. Wenn wir Fregattenmissionen, Module, Missionen machen können, dann immer das zuerst machen. Ist wichtig. Ist ganz wichtig. Hoffentlich ist jetzt die Wochenendmission am Start. Ich will eigentlich die Wochenendmission machen. Nicht, dass die mir jetzt abhanden gekommen ist, weil ich die heute Nacht nicht sofort gemacht habe. Warum bin ich jetzt so langsam? Jetzt. Ich sollte den Plasmawerfer benutzen. Ja, der bringt ja immer irgendwie nichts. Keine Ahnung, da passiert ja immer irgendwie nichts beim Plasmawerfer. Der ist ja immer voll schlecht irgendwie. Keine Ahnung. Ich brauche mal eine andere Sekundärwaffe als diesen blöden Plasmawerfer. So, jetzt ernten wir erstmal, was wir gesät haben. Und bekommen, was wir verdienen. Und dann läuft das. So. Mission abschließen. Guck mal, kriegen wir auch wieder Units. Und ein geborgenes Fregattenmodul. So, wehe, ich krieg jetzt die Wochenenden. Ja, da ist sie. Erhebliche Verluste. 919 aktiviertes Indium sammeln. Jawohl. Initialisieren. Ist ja nur Farming. Ist ja eigentlich voll lame. Erhebliche Verluste. Ja, ist gut. Ich habe gesehen, dass das die Mission ist. Hier mal rein da. Paralysemörser. Okay.
Du hast doch diesen Betäubungswerfer aktuell ausgerüstet, hab ich? Ist ja ein Ding. Naja, egal. Jetzt haben wir erstmal das aktivierte Indium. Aber ich dachte, ich hätte schon aktiviertes Indium gehabt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin. Ich meine, wir hatten mal irgendwie Indium oder so, oder Cadmium hatte ich auf jeden Fall gesammelt. Warte mal, wir gehen erstmal in die Raumstation und machen erstmal, das ist ja wieder ein anderes System, glaube ich. Wir machen erstmal die Erweiterung des Anzuginventars, würde ich sagen. Weil, dann kann ich nämlich gleich mehr tragen, nicht wahr? Mehr ertragen kann ich und mehr tragen auch. Aktiviertes Indium ist nicht welches im Frachter. Ja, das meine ich ja gerade. Das kann durchaus sein. Ich meine, wir müssen den Frachter ja jetzt gar nicht mehr in dem anderen System belassen. Da haben wir ja jetzt die Basis gebaut. Von daher kann ich den ja auch einfach jetzt hierher holen und mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht gefarmt habe. Das ist so die Frage. Warte mal, ich mach erstmal jetzt das mit dem Dings. Mit dem Anzuginventar. Weißt du, du kannst auch in jedem System auf der Anomalie einen Slot kaufen für den Anzug. Okay. Echt, wo denn da? Na egal, jetzt habe ich es hier gemacht. Jawohl, mehr Slots, meine lieben Freunde. Ich habe auch schon einen Technologieslot gekauft. Tatsächlich. Naniten. Naniten. Ah, halt, warte mal, wir hatten doch noch dieses Erweiterungsslot für ein Schiff. Warte mal. Sekunde, Sekunde, Sekunde. War das hier? Raumschiffverbesserung. Moment, wo findet man Raumschiff verbessern? Da war doch was. Erweiterung anwenden, guck mal. Wir hatten nämlich fürs Raumschiff auch einen Zusatzslot noch bekommen. Schunderwöhn, genau. Größe des Raumschiffs. Das ist gleich miterledigt, siehst du? So macht man das. Aktiviertes Indium entdeckt. Erreiche Zielplaneten. Ist es nicht da unten sogar schon die Quellen? Obwohl, nee, ist noch zu weit weg. Zielplanet erreicht. So, dann fliegen wir einfach so lange drüber, bis wir was Quellenartiges sehen. Aktiviertes Indium müsste blau sein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ihr blaues Licht seht... Wow, was ist das? Oh, da... Oh, 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 wow, oh, oh, was ist das? Moment, lande mal bitte. Da waren offensichtlich schon ein paar andere Leute. Guck mal, da hinten, da sind voll die... Voll die Symbole überall. Ach, ach, guck mal, was wir hier haben. Okay, ist nicht ganz so karg wie der andere, wo wir waren. Immerhin gibt es hier eine Atmosphäre und auch Tiere anscheinend. Es ist mit Glibber voll. Warum tropft mich dieser Glibber? Nice. Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Es gibt eine Welt in der großen Leere, auf der alles aus Messern und Glas gemacht ist. Mir tut alles aus einfachem, weichem Fleisch leid, dass diese Welt betritt. Das Glas ist durstig. Es ist zerbrechlich, kristallförmig und so wunderschön anzusehen. Aber es muss trinken. Das Glas ist halb voll, wie es aussieht. Wenn du dort ankommst, wirst du meine Warnungen vergessen. Dann wirst du von einer so feinen Klinge geschnitten, dass du nicht einmal etwas spürst. Alter, da hat aber einer mächtig einen an der Waffel. Da hat einer einen Sprung im Glas, würde ich mal sagen. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Was hat er mir denn über... Ach, Naniten, ja, was sonst? Was soll er mir sonst überlassen? Also. Oh, hier gibt's Tiere auch. Ha! Nicht euer Ernst. Hier gibt's springende Pilze mit Augen unten dran. Guckt mal. Leodunum. Na, das ist mal ein Ding. Hier gibt's anscheinend ein bisschen mehr auf der Oberfläche als bei dem anderen Planeten, wo wir waren. Erstmal speicheln. So. So, dann guck mal, wir brauchen 900 Einheiten. Aktiviertes Indium. Pyrit. Da hinten ist magnetisiertes Pyrit. Da ist noch Zeug. Magnetisiertes Pyrit. Aktiviertes Indium. Halt. Erstmal markieren und dann mal hier die Viecher scannen. Na, mach doch. Jetzt. Immer schön scannen, damit wir Geld kriegen für Scannen, genau. 135 Units entfernt.
Ja, die Schwerkraft ist auch deutlich höher als auf dem anderen, wo wir waren. Das ist auf jeden Fall so. Oh, das sieht aus wie der Devil's Tower da hinten. Guckt mal, voll krass. Und da ist anscheinend eine Siedlung. Ah, ich stehe ja drauf, Mensch. Ich stehe voll drauf. Auf aktiviertes Indium. Dann holen wir uns das mal. Mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Sieht nicht so riesig aus erstmal auf den ersten Blick. Müssen wir mal gucken. Ah, der Planet ist irgendwie auch entspannt so an sich, ne? Da gibt es einiges zu finden. Habe ich da blaues Licht gehört? Und was macht das? Es leuchtet blau. Ja, ja. Immer diese blöden Stürme. Das ist auch so angenehm auf diesem toten Planeten, wo wir vorher waren. In der Episode davor. Da ist einfach kein Sturm. Da ist keine Atmosphäre. Nichts. Da ist nichts einfach, was dich stört beim Farmen. Du kannst wunderbar alles farmen, bis der Arzt kommt. Ohne, dass irgendwelche Wächter kommen, irgendwelche Stürme, irgendwelche Tiere, die dich jagen. Nichts. Nichts ist da, außer das, was du haben willst. Och komm, ist nicht euer Ernst. Das will mich doch trollen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das hier? Das ist doch wirklich ein Witz, ist das doch hier. Hör doch auf hier. Ich muss, glaube ich, gleich mal lachen gehen hier. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Wie lange dauert das noch, bis der Sturm ist jetzt da ist hier? Da ist er schon. Ich kann ausrasten. Kann gleich wieder ins Loch gehen hier. Dabei brauche ich nicht mehr viel. Nur noch 300 Einheiten oder so. Nicht mal. Mein ganzes Natrium in den Lebenserhalter reinballern hier und einfach weitermachen. Was soll der Geiz? Komm, wir machen weiter einfach. Muss nur schnell genug ins Loch. Wenn es eng wird, muss ich ins Loch. 900. 19. Wir haben's. Ich mache den Rest weg. So, hier genau schön sauber machen. So, jetzt lade ich mich nochmal auf. Und dann jetzt direkt zurück zum Schaumriff, Raumschiff. Wo ist mein Schaumriff? Da. Was war das? Unterirdisches aktiviertes Indium liefern zum sicheren Depot. Wo muss ich denn da hin? Wo ist denn das sichere Depot? Warte mal. Ja, jetzt nicht gesehen, wo waren das jetzt? War das auf dem Planeten jetzt oder? Ach, da drüben. Okay, wie weit ist das weg? 3 Minuten, da müssen wir ein bisschen höher fliegen. Sag mal, das ist auch so ein Planet, der keinen Spaß macht, so, oder? Extreme Nachttemperatur, Stürme. Alles Mögliche. Dann am besten noch aggressive Fauna. Die Güter abliefern, dann haben wir es schon geschafft, siehst du? Dann kriegen wir das Quecksilber. So, da bin ich mal gespannt. Da müssen wir zum Quecksilberhändler. Wo ist denn dieser Quecksilberhändler eigentlich? Muss ich da auf der Anomalie hin oder muss ich da woanders hin? Wo muss ich denn da hin? Wo ist denn der? Ich war noch nie bei dem, glaube ich. Ich habe noch nie was für Quecksilber gekauft. So, Moment. Wo müssen wir hin? Da, zur Plattform, ja, würde ich jetzt mal schätzen. Müsste die Plattform sein eigentlich, das Ziel. In der Anomalie. Okay, dann können wir das gleich direkt dann da machen, wenn wir die Mission abgeliefert haben. Sehr schön. Ja, der ist hier irgendwo dabei. Guck mal. Alter, was ist das für ein geiles Raumschiff da bitte? Sicheres Depot lokalisiert. Ach, das ist direkt da drin im Handelsposten. Das ist ja auch spannend. Neben der Nexus-Mission. Ah ja. Muss ich mal genau... Ach, ist das der? Ach, das ist der, der die Twitch-Belohnung auch hat, wa? Kann das sein? Der ist das. Ja, da war ich da doch schon mal. Stimmt, da war ich da doch schon mal. So, Moment. Oh Gott, hier sind lauter Aliens. Ich muss das mal... Dann liefern wir das mal ab. Gegenstand abliefern. Aktiviertes Indium. Wird geprüft. Und haben wir erledigt, wa? Kehre zum Nexus zurück. Sehr gut. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz... Nein, nicht der Dutongar. Ja, der ist es aber. Da hast du jetzt Pech, mein Freund, mit deinem pinken Rüstung-Dings hier. Viking-Symbol gleich mal. Der Eroberte, genau. Ich muss mal ein bisschen lernen. Die Viking-Sprache, da kann ich so gut wie... Da kann ich nicht so viel irgendwie. Oder was? Die Viking-Sprache? Ich weiß nicht, von irgendeiner Sprache konnte ich nicht so viel.
Eindringling, ein Waffe zu in alle. Ja, genau. So habe ich mir das auch vorgestellt schon. Hier reisender Symbol. Lass mal Wörter rüberwachsen. Ich habe ein Wort für Frage gelernt. Sehr gut. So, mein Schiff ist da hinten. Da gehe ich mal zu meinem Schiff, nicht wahr? Und dann starten wir zur Anomalie und machen das mal. Da bin ich mal gespannt. Dann kaufen wir uns dieses Ei dann. Ah, da ist ja auch noch eine Ruine. Das ist ja ruinös hier, guck mal. Wissensstein. Sicherheit. Valkin-Wort für Sicherheit. Das ist doch ein schönes Wort. So, hier steige ich mal ein. Dann mal rein und abkassieren. War ja auch easy eigentlich, ne? War halt eine Farming-Mission. Ich meine, was kann man da schon groß falsch machen, ja? Wäre natürlich noch dufte gewesen, wenn ich das schon genommen oder hätte nehmen können, was ich schon gefarmt habe. Dann wäre es noch schneller gegangen. Aber so ist das. Man kann ja eben nicht alles haben. Wir sind gelandet und wir steigen aus. Und wir gehen zum Nexus und finden heraus, wie viel wir jetzt haben an Zeug. Von der Wochenendmission, die wir machen heute. So, hier, genau. Wir schließen die Mission ab. Nice. Und wir haben 1200 Quecksilber bekommen. Und Augen habe ich bekommen. Nice. Jetzt kann ich ein Auge auf euch werfen. Weil ich habe ja 5. Ah, Quecksilberhändler hier, genau. Du, Knabe, du willst mir was geben. Exotische Gegenstände aus Quecksilber herstellen. So, da soll ich jetzt ein Ei kaufen, habt ihr gesagt. Seid ihr euch da ganz sicher? Ein leeres Ei soll ich kaufen. Warte mal. Kann man hier irgendwie filtern? Nee. Was ist das denn? Byte Beat Chip Nemesis 01. Synthesekern. Vulkantropfen. Oh, der labert aber ganz schön. Leere Hülse. Warte mal, war das das? Organische Dekoration? Nee. Schlammhütte, was? Man kann Yodas Hütte kaufen oder was? Guck mal. Das ist Yodas Hütte. Ich werde ja wahnsinnig. Nee, nicht jetzt Geld ausgeben. Also nicht jetzt Quecksilber ausgeben für Stuss. Das ist ja, aber ist geil, was man jetzt machen kann. Artemis-Figur, guck mal. Atlas-Figur. Wo ist denn das Ei, das leere? Kann ich das überhaupt schon? Weil da ist irgendwie ein Fortschritt wird da oben angezeigt. Leeres Ei. Das ist irgendwie nicht alphabetisch hier. Kann man das irgendwie filtern? Kann ich da irgendwie was eingeben? Zwergpalme. Roboterbegleiter. Du hast es eben schon überscrollt. Habe ich? Ich habe es nicht gesehen. Warum kann man denn da nicht irgendwie besser filtern? Wo war denn das jetzt? Kugelbaum. Terrarium. Muss ich mal ganz langsam durchgehen. Ach hier, da. Lebende Kuriosität. Leere Ei. Ah, leere Ei. Guck mal, da ist es. 3200. Das kaufe ich jetzt. Nice. Jetzt habe ich noch 850 Quecksilber übrig. Jetzt möchte ich mir eigentlich noch Yodas Hütte kaufen. Wenn ich ehrlich bin. Schlammloch, mieses Schlammloch. Mein Zuhause ist das hier. Sehr gut. Ich habe Yodas Hütte und ein Ei gekauft. Jetzt habe ich immerhin ein Ei. Es ist zwar leer, aber ich habe immerhin ein Ei. So, was mache ich damit jetzt mit dem Ei? Wo ist denn das Ei eigentlich? Ah, in meinem Anzug. Und was mache ich damit jetzt? Ein anormales Ei. Die Schale ist zäh und lederartig und das Ei zuckt, wenn man es berührt. Von innen ist ein sachtes Klopfen zu vernehmen. Aha. Hin und wieder scheint es zu singen. Na Mensch. Und jetzt? Muss ich das aufbewahren und dann irgendwann schlüpft das, oder was? Na, dann warp ich mich jetzt mal zu meinem Frachter. Jetzt darf ich ja wieder warpen. Jetzt geht's ja wieder. Aber lustig, was man alles erwerben kann hier. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt im wahrsten Sinne. Mal richtig, richtig gespannt bin ich da. Wie lange dauert denn das jetzt eigentlich, bis da was rauskommt? Wir können ja nochmal zu Letovon jetzt und mal gucken, was da so los ist.
als Zäpfchen hernehmen. Was? Das ist ein ganz schön großes Zäpfchen. Hast du die Missionsreihe Sterngeburt? Nee, habe ich nicht. Wieso? Impulse mit dem Einmal rum. Okay, warte, da müssen wir erstmal jetzt warten, bis ich angekommen bin. Ich soll mit Umpulsen mit dem Ei. 4 oder 5 Tage brauchst du für die Quest. Realtime-Tage? Oder wie jetzt? Sekunde mal bitte kurz. Ich muss mal ganz kurz mal mich orientieren. Ich habe ja jetzt einen Fregatten-Dings bekommen. Wo ist das jetzt? Fregattenmodul. Hier, das packen wir erstmal gleich zu dem anderen. So. Dann haben wir ja Absprungkoordinaten. Da weiß ich ja noch nicht, wie man die benutzen. Die Augen packen wir auch gleich mal hier in einen Behälter. Da ist es nämlich noch, genau. Da geht noch was. So, Larvenkern, den packen wir mal auch hier mit dazu. Und dann haben wir noch Restsubstanz. Die packe ich jetzt auch erstmal in den Frachter. Genau, und hier die Prozessoren können wir auch erstmal noch hier ablegen. Wunderbar, Schunderwöhn, my dear friends. Und das aktivierte Indium kommt auch in Frachter. Genau, nice. Und Cadmium haben wir ja auch, guck mal. Das können wir mal auch hier hinlegen. Da haben wir schon 1000 jetzt auch. Absprungkoordinaten plus Signalbooster, okay. Die musst du machen, um das lebende Schiff zu bekommen. Welche Quest ist das nochmal? Sternengeburt. Wie kriege ich denn Sternengeburt als Questreihe? Muss ich vielleicht erstmal... Vielleicht erstmal rumfliegen im Impuls mit dem Ei? Oder... Na, mal gucken. Ich soll einen Signalbooster machen für Absprungkoordinaten. Das soll ich ja sowieso machen laut Hauptquest. Ich gehe mal schnell zu Letovon. Ich will mal gucken, was da so passiert ist. Vielleicht können wir da mal wieder ein bisschen was abgreifen. Ein paar Produkte oder mal einen neuen Bauauftrag noch starten. Weil ich glaube, da müsste jetzt noch ein Landepad fertiggestellt sein. Und das müsste nochmal ordentlich die Produktivität geboostet haben. Da hatte ich nämlich noch eins gestartet. Flieg mal mit Impuls rum, ist ein guter Rat. Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Ah, kennt man doch, bevorstehende Stürme. Landebereich Konstruktion abgeschlossen. Jawohl, sehr nice. Oh, guck mal, richtig viel Produktivität. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn mein Hauptquartier hier? Da ist mein Hauptquartier. Da müsste man nämlich wieder User-Daten abgreifen können. Hier die Facebook-Nutzer-Daten können wir da wieder abgreifen. Warte. Status der Siedlung erstmal gucken. Genau, guck mal, können wir das nämlich... Ach nee, guck mal, das sind ja gar keine Nutzerdaten mehr. Das sind Kometentröpfchen jetzt. Mehrere Kanister mit Kometentröpfchen, obwohl es sich dabei nur um eine etwas eleganter klingende Handelsbezeichnung für Meteoritenbrocken handelt, sind diese Steine für Wirtschaftssysteme, die auf fortgeschrittene Materialien sind und sie verarbeiten können, sehr wertvoll. Okay, ja, krass. Aber scheint anscheinend erst in 6 Stunden was zu geben. Okay. Was gibt es denn für eine Entscheidung? Warte mal. Besucher. Ah, das ist gut. Warte. Pionier Avilovo erscheint mit einer überschwänglichen Geste. Er überbringt das Geschenk, eine Packung mit Samen, und will dafür keine Gegenleistung. Aha. Geschenke austauschen. Dann gibt es Siedlungsschulden und wir kriegen das. Okay, ich könnte ihm also auch was geben. Ja, machen wir mal, wa? Geben wir dem doch mal was auch. Wenn er schon was Tolles dabei hat, können wir dem ja auch mal was geben. Vielleicht kommen dann noch mehr. Guck mal, Zufriedenheit um 5% erhöht. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Schulden, aber wir sind ja so produktiv, das müsste gar nicht ins Gewicht fallen eigentlich. Guck mal, in 15 Minuten sind die schon wieder abgetragen, siehst du? 80% Zufriedenheit haben wir jetzt. Guckt euch mal diese Zahlen an. Nur ich verstehe eins nicht. Warum... Um Gottes Liebe willen habe ich immer noch nur 32 Bürger bei 80% Zufriedenheit und dieser Mordsproduktivität mit diesen Mordsboni, die hier am Start sind, da müssten sich doch alle Leute alle 10 Finger lecken, um hier in dieser Siedlung wohnen zu können. Ich verstehe es nicht. Deine Siedlung wirft aktiviertes Indium ab. Tut sie? Achso, seine Siedlung. Locutus von Borgs Siedlung wirft das ab. Ich verstehe nicht, warum da keiner wohnen will. Warum? Da kommt irgendwie immer keiner, der wohnen will. Verstehe das gar nicht. Die wollen alle hier nicht hin. So, jetzt starten wir. Schöner Regenbogen. Guck mal, so ein schöner Regenbogen. Und so ein schönes Blitzgewitter. Und keiner will da wohnen. Unglaublich.
Ah, warte mal, ich will noch eine Sache probieren, bevor wir den Hyperantrieb starten. Fällt mir da gerade mal so ein. Ich will nämlich mal gucken, ob ich mal schnell noch was verkaufe. Hier diese... Achso, wir müssen sowieso jumpen. Ja, passiert irgendwie gerade nicht so viel, ne, mit dem Ei. Also, ich meine, gut, ist ja noch nicht so lange gejumpt. Muss ich vielleicht einfach mal so mitten in den Weltraum ohne Ziel. Ne, man kann nur eine Siedlung haben, meinten hier einige. Also, man muss dann die andere halt entlassen, quasi. Wo du die Augen reingepackt hast, ist noch unkontrollierter Schimmel. Echt? Ja, das war nur so wenig, glaube ich. Oder? Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Gucke ich später, ist jetzt egal. Was wollte ich jetzt hier? Verkaufen, genau. Genau deswegen muss ich das später machen, weil sonst vergesse ich wieder, was ich gerade machen wollte. Also, ich habe ja noch Radon drin. Stimmt, das habe ich gerade genommen. So, Moment. Ich hatte doch hier... Nee, nicht das Ei verkaufen. Ich hatte doch dieses komische Fossil noch dabei. Ach, das habe ich... Im Raumschiff? Habe ich das im Raumschiff? Ja, hier. Guck mal, das gibt hier nämlich 2,5% plus. Da verkaufen wir das doch gleich mal. Nicht schlecht. Haben wir wieder Gewinn gemacht hier. Brauchst du neue Hütten für mehr ein oder? Ich kann ja keine Hütten bauen. Ich kann ja nur das bauen, was die mir anbieten. Und bisher haben sie mir immer nur angeboten, Versorgungsterminals für Produktivitätsbonus oder Fracht, Landeplätze halt. Oder Handelszentren. Also kein Plan. Weiß nicht, was ich da machen kann für mehr Siedler. Eigene Siedlung. Genau, also da muss man muss die Siedlung halt finden. Genau, man muss die Siedlung finden. Und dann kann man da sich halt als Anführer quasi bewerben sozusagen. Und da muss man für die halt diese ganzen Siedlungsaufträge dann machen und sich für Sachen entscheiden und so. Man ist dann quasi der Aufseher sozusagen. Die Einwohner kommen langsam und nach in deine Siedlung. Das dauert. Ja, also ganz ehrlich, ich bin jetzt schon seitdem wir diese Siedlung gestartet haben, bin ich gefühlt bei 32 Leuten. Es ist seitdem wirklich keiner mehr dazugekommen einfach. An dieser Stelle ist diese Folge No Man's Sky jetzt wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.